Das heißt, wir durchsuchen jetzt einfach mal schnell. Schnell hier das Zimmer. Da ist ein Schlüssel, den ich nicht nehmen kann. Oh Mann. Ich habe gerade so ein bisschen, ne? Warum kann ich denn hier nicht den Schlüssel nehmen? Und die Tür ist natürlich verriegelt. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich hier. Das ist ein Geländer, ja. Und da kommt. Habe ich irgendwas, was ich mit dem Geländer benutzen könnte? Nein. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen tricky hier, weil ich nicht weiß, wie ich darüber kommen soll. So, die ist so. Also richtig ist es hier schon mal, denke ich. Nee. Kann ich hier. Aha, okay. Da kann ich nichts mit Telekinese machen. Wie geht das denn? Ja, aber das ist doch doof jetzt hier. Na super. Meine Mutter raucht. Oder wer ist das? Nee, das ist irgendwie anders. Das heißt, ich muss jetzt hier durchgehen. Oh, ist abgeschlossen. Vielleicht geht der ja wieder. Ach, das ist der McMuffin. Ist da jemand? Kommt der jetzt wieder zurück?
Nee, bleibt jetzt, glaube ich, da stehen. Oh mein Gott. Ist ja schon wie Splinter Cell hier. Oh Mann. So, da bin ich. Opa ist weg. Alles da. Und ich kann es nehmen. Jawohl, geschafft. Oh, mein Gott. Mein Jottje, mein Jott. So. Gut, Agnes. Mit diesem Angriff werde ich ihr beibringen, was passiert, wenn man eine der Todsünden begeht. Vater wird erfreut sein. Okay. Hallo, Mutti. In Ordnung. Was könntest du noch tun? Sieh mal nach, ob irgendwo Schmutzwäsche herumliegt. Bring sie in die Waschküche und sei ein guter Junge, Lucius. Also, ich muss jetzt Schmutzwäsche nach Farben in die richtigen Körbe sortieren. Benehmen-Status 0. Ich meine, ich habe alles bekommen. Das ist, glaube ich, nur noch mal so ein Extra. Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Messer! Ah, das Hey, ist. Corpo. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für Cool. dich. Agnes wartet auf mich. Die holt also hier das Tablett. Gut, dann geh du mal da raus. Tschüss. Und jetzt packen wir schön sorgfältig das Rattengift darin. Gucken, dass keiner guckt. So, und dann warten wir mal ab. Ja, haha. Lass es dir schmecken. Schmackofatz. Schöner Rabe. Ja, haben wir fein gemacht, ne? Blöde Agnes. Gedankenkontrolle. Jawohl. Das ist ein klarer Fall von Vergiftung. Und ich muss noch einmal alle im Haus befragen. Wer bereitet hier zurzeit das Essen zu? Ich glaube, es war Jovita. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas getan haben könnte. Oh mein Gott, warum passiert sowas? Ich entscheide, wer zu was fähig ist, Mr. Wagner. Was halten Sie davon, das Haus für ein paar Wochen zu verlassen, bis sich alles beruhigt hat? Das können wir unmöglich tun, Mr. McGuffin. Das ist unser Zuhause. Wir wollen die Sache in Ordnung bringen. Die Autopsie ergab eine Vergiftung. Nach der Befragung aller Personen im Haus schien es, als hätte jeder einen Grund gehabt, sie nicht zu mögen. Jovita, das lateinamerikanische Dienstmädchen, hatte ihr das Essen gebracht. Aber das reichte für eine Anklage nicht aus. Ich hatte keine Beweise für eine Manipulation. Weihnachten stand vor der Tür und ich wurde von Mr. Wagner zum Abendessen eingeladen. Ich wollte nicht an einem Tisch mit einem möglichen Mörder sitzen, aber ich wollte mehr erfahren. Ehe ich die Chance bekam, mich umzusehen, passierte etwas anderes. Keine Zeugen, keine Beweise. Etwas, das nur unter ganz bestimmten Umständen passieren konnte. Das richtige Wetter, der richtige Ort, die richtige Zeit. Hallo, Papi. Ah, mein Junge, solch außerordentliche Ergebnisse. Ich bin von dir tief beeindruckt. Und ich Hör erstmal. zu, ich muss dir noch etwas anderes beibringen.
Tief in dir steckt die Fähigkeit, in das Bewusstsein der Menschen zu sehen und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Lass uns diese Fähigkeit gemeinsam erschließen. Jetzt folge meinen Anweisungen. Okay, Gedankenkontrolle. Oh, sehr gut. Ja. Das ist mein Junge. Okay, meine Macht lässt dann nach. Und was soll ich jetzt machen? Innerhalb der abgedunkelten Umgebung? Sie unter deinem Einfluss stehen. Okay, also. Dann darauf und darauf. Sehr gut. Ah, gut. Und dann mampft er deine Reise fort, Lucius. Nun wirst du weniger leicht entdeckt und kannst mehr sehen. Dieser brennende, dieses brennende Sofa. Oder Sessel. Zu geil. Rutschparty. Oh, Winter. 24. Dezember. Weihnachten. Heiligabend. Ich weiß, wir hatten dieses Jahr Schwierigkeiten, aber es soll unser Weihnachten nicht verderben. Wir haben einander als Familie. Wir sollten unserer Freunde gedenken und unserer treuen Angestellten. Ha! Ich bin nicht sicher, wie du mit solchen Reden noch eine Amtszeit im Senat gewinnen willst. Dad! Alistair, bring uns bitte noch eine Flasche Burgunder. Und könntest du noch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Sicher, Sir. Gut, da sind wir dann wieder. Hier geht's also dann weiter. Schauen wir doch mal, was dieses Buch uns hier bringt. Ach nee, das ist ja wieder hier dieser Verschiebemechanismus. Gut. So. Gut, dann klicken wir nochmal da drauf. Und schauen, was passiert. Ich habe viele Formen in der Tat. Wenn ich fest bin, bin ich glatt. Ja, das wird wohl Wasser bzw. Eis sein. So, dann gucken wir doch mal. Ja, wie gesagt, das könnte ich noch einsortieren. Ansonsten habe ich das soweit. Huch. Dafür gibt es ja eh nichts mehr. Fahren wir doch mal mit unserem Radl. Mit dem Radl. Daraus. Hui. Hui. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, diese Steuerung. Oh, oh. Das war jetzt kein Scherz. Oh Mann. Kann der damit auch Treppen runterfahren? Das ist ja der Wahnsinn. Dieses Kart ist der Brüller. Oh, die Tafel. Die Tafel. Hallo, mein Junge. Hallo. Ja. Oh mein Gott, da ist wieder dieses, ich steig mal eben aus und dreh das mal um. Da sieht mich ja keiner bei. Die ganzen Gestalten hier. Oh, ein Weihnachtsbaum. Das geht bestimmt. Hallo, Susan. Verdammte Parasiten. Na, wer bist du? Wie ist das Essen? Gut. Hallo, Mama. Was könntest du noch tun? Sieh mal nach, ob irgendwo Schmutzwäsche herumliegt. Bring sie in die Waschküche und sortiere sie in die richtigen Körbe. Okay, ich soll also Schmutzwäsche sortieren. Hallo, Papa. Hallo, Enkel. Hallo, Enkel. Sie haben uns in dieser schweren Zeit geholfen. Die haben also nichts mehr zu sagen hier.
Wir müssen als Familie stark bleiben. Gut, dann schauen wir noch mal eben in das Log, was das sagt. Okay, ich muss also den Butler erledigen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber der war eigentlich voll nett, ne? Anscheinend sind alle beim Weihnachtsessen im Essmanuel ist da. Ist nicht dabei, vielleicht könnte ich eine Möglichkeit finden, ihn draußen zu erledigen. Gut, also machen wir das wohl. Schade um Alistair.